So Leute, willkommen zum 100 Abonnenten Special von mit Sifiro, BioLizard, mit Coca Cabana und Revial Let's Play Together Minigolf mit dämlichen Fragen an meine Person gerichtet. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Und ich schlage direkt ins Wasser. Ich bin talentiert. Warum magst du Afri-Cola mehr als Cola? Weil Afri-Cola besser schmeckt, finde ich. Ist dir bewusst, dass ich dich dafür hassen muss? Vielleicht. Cool. Magst du auch Eistee? Ja. Wie bist du zum Let's Playen gekommen, Seffi? Ich habe mir verschiedene deutsche Let's Player immer wieder angeguckt und habe mir dann gedacht, ja, darauf hast du eigentlich auch Lust. Und dann habe ich es einfach gemacht. Okay, warum stellst du Revial so sinnvolle Fragen und ich einfach nicht? Weil ich eine Frau bin und Frauen sind generell dezent intelligenter als ihr Männer und darum besser. Hey, ganz vorsichtig jetzt. Das war jetzt bösartig. Du hast dich erstmal direkt voll unbeliebt gemacht hier. Ja, das ist mir. So, egal. Weil du der Meister der Sinnlosigkeit bist, deshalb. Warum cheatet ihr? Wie er cheatet, Mann? Ja, voll. Warum zurück zum Anfang gekommen? Also warum cheatest du bei Minigolf? Wer ich? Nein. Ja, du. Ich cheate nicht. Das ist Einbildung. Nein, gar nicht. Das ist Einbildung. Nicht. Das ist Einbildung. Ich sag dazu jetzt, glaube ich, am Anfang. Der Schlag war doch perfekt. Ja, eben deshalb. Ja, sag doch, du cheatest. Ja, da bestimmt so eine bunte Linie. Ja, wo die ja anzeigt, wie du schlagen musst, Mann. Yo. Das ist das nicht. Okay, warum Super Mario Galaxy 2? Warum? Weil ich kann. Warum? Weil. Warum hast du ins Wasser geschlagen? Du bist doch ultimativ schlecht. Ja, ich bin besser als ihr, also. Naja, das sei dahingestellt. Wir cheaten wenigstens nicht. Ja, Spielen fair. Ich meine, es tut mir ja leid, aber ich muss halt bei meinem Abonnenten-Special auch gut dastehen. Vielleicht. Warum kannst du kein Osu? Weil du besser in Osu bist. Wieso habe ich schon wieder ins Wasser geschlagen? Evi, wo hast du denn etwa hingeschlagen? Wieso beantwortet ihr meine Fragen nicht? Ich habe keine Ahnung. Weil was hast du gefragt? Wer bist du überhaupt? Ja, genau, wer bist du überhaupt? Ja, hallo, ich bin der Olaf. womit wir gleich bei der nächsten Frage werden. Wie ist denn dein Vorname? Nein! Er ist Leroy! Jenkins! Ohne Jenkins. Und wie sind deine anderen beiden Vornamen? Ich muss mich das jedes Mal fragen, wenn ich versuche, das aufzunehmen. Ja, muss ich. Rüdiger und Detlef. Cool. Ja, ich weiß. Warum? Weil meine Eltern mich so benannt haben, nach meinen beiden Patenonkeln. Rüdiger und Detlef. Wieso bist du so relativ schlecht und hast schon wieder ins Wasser geschlagen? Weil ich es kann. Außerdem muss doch einer hier für die für Schlechtigkeit sorgen. So. Ja, das. Das ist alles für die Quoten. Genau. Stell dir mal vor, ich würde das nicht machen. Weißt du, wie langweilig die Zuschauer das dann finden würden? Warum schlägst du wieder zurück? Weil ich kann. Weil ich euch auch mal eine Chance lassen will. Cool, die Idee war gut. Die Idee war gut, die Umsetzung nicht. Nein, aber ich mach das gleich einfach besser. Nein! Guck mal jetzt hier so. Ultimative Schlechtigkeit. Ja, der Quotenjäger hat schon wieder versagt. Warum hast du dir Super Mario Galaxy aus den USA bestellt und hast nicht warten können, bis es hier released wird? Weil ich ein sehr großer Mario-Fan bin und ich sowieso eine Import-Wii habe. Und ich habe natürlich auch eine NTSC. NTSC ist ja Import. Hörnfrei, alles. Ich habe eine PAL und eine NTSC-Wii hier und warum. Ist dir die Ware aus Deutschland nicht gut genug? Ja, du hast es erfasst. Deutsche Wertarbeit wird nicht mehr gewürdigt, ey. Ja, wir sind halt nicht mehr hart wie Kruppstahl. Oh. Obwohl das eigentlich eine totale Aussage ist, die ich eigentlich nicht bringen darf. Warum diskriminierst du Krupp? Warum? Warum tust du das? Du kannst es einfach nicht tun. Ich kann! Ja. Nein. Warum möchten wir die Bahn nicht einfach überspringen? Das ist eine gute Idee. Weil ich die Bahn mag. Bahn überspringen. Mach Bahn überspringen. Nein. Los. Ach komm, die Bahn ist doch kacke, Mann. Noch komm ein, schon. Ich will die spielen. Cool. Oh cool, danke. Jetzt darf ich wieder neu berechnen, wo ich hinschieße, wie gesagt.
Ja, würde safe einfach auf Bahn überspringen. Guckst du, wie ich dir damit geholfen habe? Ich habe mir selber geholfen. Ich musste ja wieder neu berechnen. Neu berechnen. Ja. Das ist das, das, was du nicht kannst. Was ist Rechnen? Ich kann berechnen, wie ich ins Wasser fliege. Hast du gesehen? Ja. Mach was Konstruktives. Konstruktiv? Warum? Das ist ein neues Wort von dir. Wo hast du was gelernt? Alpiler wer? Also welcher hatte ich? Welchen findest du am besten? Alpiler wer? Ja, ich musste erst Gedanken sortieren. Ich kenne viele. Nein, aber du, ich. Alligator, pst. So, Stichwort, das was du. Ja, ja, okay. Ich weiß. Ja, wer ist mein Lieblings-LPR? Ja, das wäre einmal Alligator 1024. 1000 Mirko LP. Soichomaru. Funk Royal. Cocaine. Also auf gut Deutsch alle außer uns, weil du uns eigentlich scheiße findest, du konntest aber keinen anderen für dein Abo-Special auftragen. Genau, wir werden ja einfach nur voll zweckentfremdet. Doch, du hast uns, du hast uns vorher sogar gedacht, dass du uns hast. Nein, das Problem ist nur, Rivial, du hast schon seit keine Ahnung wie viele Wochen kein Video mehr hochgeladen. Seit einer, nee, zwei oder so. Zwei. Und ja. Copacabana hat ein anderes Spiel im Votum gewählt bekommen, als ich gewählt habe und deshalb... Ach, nur deshalb, okay. Ja, okay, dann werde ich halt nicht mehr tagsüber mit dir skypen, werde ich dich einfach hassen. Ach, mal kurz eine Frage an dich, Poker. LPst du eigentlich noch was anderes außer Osu? Ich habe mal auf deinen Channel geguckt und da war nur Osu. Nur nein, Osu, nicht. Osu sind sogar die wenigsten Videos. Let's Play Grandia 2 und Shade. Und jetzt mache ich schon Schleichwerbung für ihn in meinem Abo-Special. So, siehst du, so sehr hasse ich dich. Ich mache Schleichwerbung für dich. Cool. Warum bin ich so ultimativ schlecht in Minigolf? Mach ihn rein, Revi, damit ich ihn nicht überspringen kann. Danke. Okay. Irgendwie so? Das war doch schon mal nicht so schlecht aus. Warum steht da Tikon? Tikoni? Warum Tikoni? Was bedeutet Tikoni? Tikoni, der Ersteller der Map ist. Das siehst du unten unter Band 2 von 10. Wieso hast du mich dahin? Es tut mir doch leid. Ich kann doch auch nichts dafür. Cool, warum machst du so abgespackte Geräusche? Bist du ein Mörle. Weil ich bin I am Hulk. I Hulk, I man. I pass. Warum ist Hulk grün? Weil er zu viele Bohnen gegessen hat. Okay. Mir fällt keine wirklich konstruktive mehr Frage mehr ein, aber egal, das ist eh Revis Part mit den konstruktiven Parts. Was ist dein Lieblingsessen? Ich hab Hunger. Lieblingsessen. Das wäre, glaube ich, derzeit Big Beef and Bacon von McDonald's, weil das ist einfach so ein geiles Geschmacksgefühl. Aber ansonsten, wenn du mich fragen würdest, wäre es Spaghetti mit Gegrümmels, wie wir so liebevoll sagen. Das ist auf gut Deutsch Spaghetti mit Hacksoße. So. Was hast du gesagt? Gegrümmelt. Das klingt so eklig. Das ist Kölsch, das ist nichts anderes für gegrümmelte. Ja, aber das klingt so eklig. Boah, ist auch sehr. Ich werde von Revi diskriminiert. Ey! Nein, ja, du liegst mir im Weg, Mann. Ich werde von mir diskriminiert. Warum tust du sowas? Weil ich es kann. Ich hab's dir aber nicht erlaubt. Süß. Brauche ich jetzt deine Erlaubnis, um dich fertig zu machen, oder was? Ja. Klar. Natürlich. Ja. Warum bist du so sehr von dir selbst überzeugt? Ich? Nein. Sehe. Also. Das ist schließlich sein Abo-Special. Ja, stimmt. Entschuldigung. Ich mische mich nicht mehr ein. Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich bin jetzt einfach ruhig. Nein. Das wäre auch uncool. Oh, Mann. Revi, komm. Wir haben dich doch lieb. Red mit uns. Revi, du bist immerhin die 20. Wahl für dieses Abo-Special, genauso wie ich. Ja, wow. Wir sind einfach nur da, ihr hasst uns eigentlich, aber wir sind halt da, damit wir irgendwie Fragen stellen. Weil niemand besseres einfiel, weißt du. Hey, hat uns weil ich auch überhaupt nicht mich zuerst an dich gewandt habe, Copacabana vom Leben. Ja, aber nicht an mich, aber nicht du, an mich. Du wurdest als zweites eingeladen. Für die Krisensitzung. Was haben wir die erste Tier? Guck, wie nett ich bin. Ich hab dich da hochkatapultiert. Danke. Trotzdem bitte. Hast du mich. Ach Quatsch, gar nicht. Ich mag dich doch. Ich hab sogar Werbung für dich gemacht, das weißt du.
Ja, das weiß ich auch. Dafür bin ich dir auch dankbar. Auch wenn es die Leute nicht interessiert hat, aber ich habe Werbung für dich gemacht. Tja, das ist immerhin etwas. Oh, ja, toll.